Die Agrargewerkschaften in Frankreich haben die Bauern des Landes für heute zu einer Kundgebung in Paris aufgerufen. Viele Landwirte haben sich auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, wo sie unter anderem Autobahnen blockieren wollen. Die Landwirte protestieren seit Tagen. Sie kritisieren sinkende Einnahmen und zu viele Vorschriften und fordern den Schutz vor ausländischer Konkurrenz. Premierminister Attal will heute konkrete Hilfen für die Bauern verkünden. Friederike Hofmann in Paris. Französische Landwirte fackeln nicht lange, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum lodert denn jetzt die Unzufriedenheit wieder auf? Ja, das ist ein Cocktail von verschiedenen Forderungen, an denen sich quasi diese Proteste jetzt entzündet haben. Das Hauptding sind Subventionen für den Agrardiesel, die senken sollen. Damit sind die Landwirte nicht einverstanden. Es geht aber auch um zahlreiche Umweltauflagen, die den Landwirten Schwierigkeiten bereiten. Da geht es zum Beispiel darum, dass 4% der landwirtschaftlichen Fläche brach liegen muss. Es geht um die Reduzierung von Pestiziden. Mehr als die Hälfte der Mittel soll bis 2030 verboten werden. Es geht um Bürokratie aus Brüssel und aus Paris, die, wie die Landwirte sagen, ihnen Probleme machen. Und es geht auch um Entschädigungszahlungen bei Naturkatastrophen, großer Trockenheit im Süden zum Beispiel oder Überflutungen im Norden. Und wenn es um Bauernproteste geht, dann macht den Franzosen eigentlich keiner was vor. Was genau läuft denn an Protestaktionen im Land? Ja, die Proteste haben schon im November ganz langsam angefangen. Man hat gesehen, dass in vielen Kommunen die Ortsschilder umgedreht wurden. Damit wollten vor allem die jungen Landwirte zeigen, dass vieles in die falsche Richtung geht. Seit einer Woche werden die Proteste jetzt immer größer. Inzwischen sind in einem Großteil der Departements Aktionen, Blockaden. Da werden zum Beispiel Supermärkte im Süden mit Gülle bespritzt. Es werden Traktorreifen vor Supermärkten, auf Autobahnen abgeladen. Es gibt einen Klassiker der französischen Protestkultur, der aktuell sehr häufig eingesetzt wird. Das ist die Operation Schnecke. Das heißt, dass Traktoren auf den Autobahnen ganz, ganz langsam fahren und irgendwann ganz zum Stehen kommen und den Verkehr blockieren. Das Ganze führt zu recht großen Störungen, gerade im Süden des Landes. Die Autobahn A7 und A9, die kennen Urlauber vielleicht vom Süden in Frankreich. Das sind große, wichtige Autobahnen. Die sind auf 400 Kilometern blockiert. Und eine große Sorge war in den letzten Tagen, wann kommen die Landwirte nach Paris und kommen sie nach Paris? Und das ist für den heutigen Nachmittag geplant. Auf 5 Autobahnen um Paris herum sollen Blockaden auf den Zufahrtsstraßen aufgebaut werden. Ja, die Operation Schnecke, die haben wir so ähnlich in Form von Schleichfahrten auch in Deutschland erlebt. Die Ampelkoalition hat danach Treckerblockaden eingelenkt und Kürzungen im Agrarbereich ja teilweise zurückgenommen, auch wenn die Proteste hier weitergehen. Frankreichs Premier Attal, der will auch heute etwas dazu verkünden. Was könnte er denn anbieten? Also vorgestern haben die Gewerkschaften einen großen Forderungskatalog der Politik vorgelegt. Da geht es zum Beispiel um Nothilfen für besonders leidende Landwirte, Biolandwirte oder Winzer. Es geht um Zugang zu Wasser, zu Auflagen, die zu hoch sind. Also es ist ein relativ langer Forderungskatalog, auch beispielsweise was die höheren Preise für den Agrardiesel angeht. Da wollen sie auch Entschädigungen haben. Also es wird zu erwarten sein, dass Attal heute wirklich mit konkreten Forderungen um die Ecke kommt. Man vermutet, es wird auf jeden Fall etwas zum Agrardiesel sein, möglicherweise zu anderen Nothilfen. Gleichzeitig sind gestern die beiden großen Bauerngewerkschaften aber an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, entweder wird ihr ganzer Forderungskatalog angenommen oder es gibt nichts weiter zu diskutieren. Also nach Kompromiss sieht es nicht aus, egal was der Premierminister heute ankündigen wird. Alles oder nichts, auch diese Haltung kennen wir von Landwirten aus Deutschland. Wie groß ist denn die Solidarität in Frankreich mit den Protesten? Wird auch da diskutiert, ob das nicht überzogen ist? Nein, also grundsätzlich muss man sagen, dass Proteste und Demonstrationen in Frankreich natürlich einen größeren Rückhalt in der Bevölkerung finden als vielleicht in anderen Ländern. Die Landwirte insbesondere werden in der Bevölkerung sehr positiv gesehen. 90% sind mit der Arbeit der Landwirte zufrieden oder sagen, dass das eine sehr positive Berufsgruppe ist. Und das merkt man auch, was jetzt diese Meinung zu den aktuellen Protesten angeht. Es gibt eine ganz frische Umfrage, dass mehr als 80% der Franzosen sagen, dass viel zu wenig für die Landwirte getan wird. Und 87% befürworten die Proteste, die gerade stattfinden. Also der Rückhalt in der Bevölkerung ist aktuell noch sehr, sehr groß. Ja, das ist wirklich große Solidarität. Vielen Dank für diese Information, Friederike Hofmann in Paris.